Hallo ihr Lieben, heute mal ein Beauty-Video von mir. Und zwar möchte ich euch etwas vorstellen, auf das ich bei Müller gestoßen bin und von dem ich wirklich sehr begeistert bin. Es handelt sich, ich habe das jetzt nur so halbherzig eingepackt, es handelt sich um dieses Set von Fuse Gale Nail. Und ich weiß nicht, ob ihr die Sensation Nails kennt, die habe ich schon sehr oft bei amerikanischen YouTubern gesehen, die haben auch so eine LED- oder UV-Lampe, LED-Lampe dabei. Und ja, da braucht man aber mehrere Lacke, also einen Unterlack, Überlack und so. Dieses Set enthält praktisch einen Lack. Und dieser Lack ist so mit Gel angereichert, dass man nur eine Schicht braucht, keinen Unterlack, keinen Überlack, und dann lässt man das aushärten. Und ich muss sagen, bei mir hält Nagellack, ich frage mich immer, wie das manche machen, dass eine Woche lang ein Nagellack hält. Bei mir hält der Nagellack realistisch einen Tag, also wirklich, dann fängt es schon an irgendwie mit Dipwear. Und ich trage aber diesen Lack von Fuse jetzt schon, oder ich weiß jetzt nicht, ob die Marke Fuse, aber ich glaube, ja. Ja, auf jeden Fall trage ich diesen Lack jetzt schon den dritten Tag. Und ja, meine Nägel sind jetzt nicht die besten, aber okay. Kurz und so, aber ich will doch nur den Lack vorstellen, also ich hoffe, ihr seid gnädig mit mir. Ich trage ihn jetzt eben schon den dritten Tag und da ist überhaupt keine Dipwear, also das sieht aus wie frisch lackiert. Ich finde nur der Glanz, ich meine, der Glanz ist okay, aber er ist jetzt nicht so großartig und natürlich meine absolute Lieblingsfarbe, Pink. Das Einzige, was mir heute passiert ist, nachdem ich den Kinderwagen aus dem Auto getan habe, ja, und meine rechte Hand ist natürlich mehr beansprucht, weil ich Rechtshänder bin. Da ist mir Folgendes passiert. Der Daumennagel ist eingerissen und da ist dann auch der Lack abgesplittert. Was ich aber sofort nutzen werde, denn dann zeige ich euch das mal, wie das so funktioniert. Also wie man diesen Nagellack aufträgt. Und ich kann nur sagen, es war super einfach zum Auftragen. Und da ich ja auch ein kleines Baby habe, mag ich es noch immer nicht sehr gerne, Nagellack zu tragen, weil es einfach so extrem riecht. Ich will mir da nicht im gleichen Raum wie mit meinem Sohn die Nägel lackieren. Das riecht überhaupt nicht. Sehr genial. Also riecht echt überhaupt gar nicht. Man muss zwar jeden Nagel einzeln machen, aber der trocknet wirklich nur 30 Sekunden und dann ist der trocken. Also ist wirklich, ja, super genial. Als erstes zeige ich euch mal, was alles Inhalt dieser Box ist, wenn ihr das kauft. Das kostet so um die 39 Euro oder ich glaube, ja, um die 30 Euro auf jeden Fall. Und ja, schauen wir uns das mal an. Super süß und mini klein. Schauen wir weiter. Read me, it's important, also eine Gebrauchsanweisung. Dann einen Netzadapter für die Lampe sowie ein USB-Kabel. Dann haben wir hier drinnen einen Cleanser, fusselfreie Tücher, ein Rosenholzstäbchen, ein kleines. Und eine Nagelfeile. Ich denke, die Sachen kann man dann auch nur im Full-Size kaufen. Habe mich jetzt gar nicht so genau umgeschaut, um ehrlich zu sein. Aber das ist der Inhalt. Jetzt möchte ich euch noch zeigen, wie man den Nagellack aufträgt. Und das machen wir mal zusammen. So, ich hoffe, ihr könnt etwas erkennen. Ich habe den Nagel jetzt mal gekürzt. Jetzt feile ich den oben ein wenig. Natürlich sehr guter Vorführeffekt, wenn ich mit meiner linken Hand als Rechtshänder meine rechte Hand machen muss, aber das ist jetzt nun mal so. Und auf was ich drauf gekommen bin, man kann den Lack wirklich runterschaben, quasi peel off,
Und ihr seht, er macht so ein bisschen einen Stain. Ja, stört mich jetzt aber nicht unbedingt so extrem. Ich habe nur so ein Stückchen von so einem Tuch runter getan. Als erstes soll man schön die Nagelhaut zurückschieben. Dann soll man den Nagel ein wenig anrauen. Da wäre wahrscheinlich so eine Bufferfeile auch ganz praktisch. Ich bin kein Nagelprofi, also seid echt nachsichtig mit mir. So, und dann gibt man ein wenig von diesem Cleanser auf dieses fusselfreie Tuch und reinigt den Nagel. Ich lege das immer dahin und benutze es dann auch nochmal. Das ist übrigens die Farbe No Way. Und wie ihr seht, ich hoffe ihr seht es, der Lack ist wirklich sehr dickflüssig. Er zieht richtig Fäden. Das ist aber, glaube ich, einfach wegen dem Gel. Und meiner Meinung nach, also ich habe bei Reviews gesehen, dass es nicht deckend ist bei manchen und dass sie sagen, es ist schwierig aufzutragen, aber das ist eine Schicht und ich finde, das ist super deckend und ich habe mir jetzt auch nicht schwer getan, das aufzutragen. Worauf man dann auf jeden Fall achten sollte, ist, dass hier nirgends auf der Haut Gel ist. Und was auch ganz spannend ist, das Gel trocknet wirklich nur unter der LED-Lampe aus. Und die habe ich hier. Da steckt man den Finger so rein, drückt einmal drauf und der Timer ist genau auf 30 Sekunden eingestellt. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Schaut so richtig neonmäßig aus. Und ja, jetzt machen wir das mal. Die Lampe schaltet sich nach 30 Sekunden von selbst aus. Und dann nimmt man einfach nochmal dieses Tuch. Da ist noch genug Cleanser drauf. Und geht nochmal über den Nagel, einfach damit man diese Schwitzschicht abmacht, die oft bei Gelnägeln entstehen kann. Und so sieht es dann auf die Schnelle fertig aus. Und das war auch schon der ganze Zauber und es ist wirklich total fest und trocken, was ich super finde. Ich hoffe, das Video war interessant für euch. Vielleicht ist das eben ein Tipp für die ein oder andere. Im Hintergrund hört ihr schon meinen Sohn, also sehr geeignet auch für Mütter, würde ich sagen. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch einen wundervollen Tag. Bis bald. Tschüss.